Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Mann, ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Tja, aber jetzt fragen wir ihn erstmal aus. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. So. Jetzt haben wir einmal einen Schutzring zur Auswahl. Ein Ring, der die Lebenskraft steigert. Ein Gegenstand, der magische Energie vermehrt. Aber ich will das hier. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Sehr schön. Wir sehen uns. Ja, schon etwas freundlicher. Jetzt haben wir nämlich die verbesserte Erzrüstung. 100 Schutz vor Waffen, 30 vor Pfeilen, vor Feuer 45 und vor Magie 15 und hat einen Wert von 6000 Erz. Beziehungsweise hat keinen Wert von 6000 Erz, sondern für 3000 Erz. Zählt damit zu den stärksten Rüstungen überhaupt. Es sei denn, die Dunkelmagierrobe, die wir von Xardas bekommen, hat 110 Schutz vor Waffen, aber ich glaube, die verbesserte Erzrüstung ist, glaube ich, die stärkste Rüstung überhaupt. So. Jetzt brauche ich Magie. Halleluja. 3. Licht, Heilung. So, dann erstmal zu Xardas. So, ich muss jetzt mal gucken. Waffen. Hey. Irgendwo ist nämlich Uriziel. Aber die ist relativ schwach, die Waffe. Na, so schwach nun mal auch wieder nicht. Da, Uriziel. Xardas sagt, das Schwert heißt Uriziel und soll uralt sein. Vor langem hat es große Kräfte besessen, doch es hat seine Magie verloren. Schaden 90, wir brauchen nur 30 und hat einen Wert von 900 Erz. Aber sobald wir das Schwert wieder zu seinem alten Glanz gebracht haben, ist das Schwert teuflisch heftig. Dann macht, glaube ich, 90 Schaden oder 100 Schaden oder genauso wie Innos Zorn 110 oder noch mehr Schaden. Und noch ein paar Nebeneffekte. Wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Uriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Uriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Perfekt. Als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Mhm. So, dann wollen wir mal.
Denn jetzt müssen wir zu den Wassermagiern. Halleluja. Warte mal. Ah ja, okay. Milton! Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Milton. Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Puh, erstmal speichern. Denn das Spiel neigt sich jetzt wirklich dem Ende zu. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah ja, okay. Stufe 30 schon. Und in 6730 ich höre nicht mehr auf das Erfahrungspunkten. Na, dann brauchen wir mal. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Wir neigen uns echt am Ende zu. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Die werden es überleben. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut, wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Ganz ehrlich, boah, ich krieg gerade Gänsehaut. Die Story von Gothic finde ich einfach genial. Und seit Kapitel 4, seit wir das erste Mal zu Xardas getroffen haben, ist Xardas unser Mentor. So, dann wollen wir mal. Xardas hat die Zauberformel fertiggestellt. Ich benötige jetzt eine sehr große magische Energiequelle und einen hilfsbereiten Magier, der mich bei meinem Vorhaben unterstützt. Zufälligerweise gibt es eine Gemeinschaft in der Kolonie, die eine solche Energie besitzt und sie steht tief in meiner Schuld. Ich konnte meinen Freund Milton dazu überreden, mir bei der Energieübertragung in das Schwert behilflich zu sein. Wir treffen uns am Fuße des Erzhaufens der Wassermagier. Okay, 10. Ich denke mal, ich gebe den Rest noch für Mana-Punkte aus. Upsa. Weil allzu viel werden wir hier nicht mehr machen können. Erstmal abwarten. Komm. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Magie zu Ehren. So. Ich kann. Dann wollen wir mal. So. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Mana kann man ebenfalls bis 100 hochsteigern. Genauso wie Geschicklichkeit. So, dann erstmal wieder speichern, falls das Spiel unerwarteterweise abschmieren sollte. Und bis zum nächsten Morgen schlafen, damit Mana und Lebensenergie vollkommen hergestellt ist. Und insgeheim gehören wir schon mehr oder weniger zu den 4 wahren Freunden an. Also Diego, Lester, Milton und Gorn. Und Xardas ist ja auch schon mit dabei von der Party. Aber das ist echt brutal. Man braucht in Wirklichkeit also nur 30 Stärke, um Uriziel zu tragen und wahrscheinlich auch mit ihm 90 Schaden zu verursachen.
Aber besser ist es, wenn man volle Stärke hat. Für Uriziel. Wir nähern uns Kapitel 6, dem allerletzten Kapitel. Das wird was. Weil Kapitel 5 ist, um ehrlich zu sein, noch nicht fertig. Denn jetzt brauchen wir erstmal die stärkste Waffe aller Waffen. Und Xaras kann uns eventuell helfen mit Uriziel als Magier. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Dann mal los. Sollte jetzt der Bildschirm schwarz werden, dann liegt es an dem Film, wo jetzt gleich kommt. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Keine Panik, ich habe auch einen schwarzen Bildschirm, aber ich kann es mal erzählen. Milton liest gerade die Zauberformel ab und das Erz beginnt zu leuchten. Und während der Protagonist mit dem Schwert wartet, liest Milton, glaube ich, jetzt genau. Das Erz sammelt die magische Energie und der Protagonist rammt Uriziel in den Erzhaufen rein und die ganze Energie gerät jetzt in das Schwert. Aber es gibt da ein Problem. Die Wassermagier haben uns beobachtet und sind sehr zornig. Kapitel 6, die Hallen des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Ja, super. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Alles klar. Danke, Milton. Okay, wenn jetzt Kapitel 6 beginnt, dann habe ich gelogen. Das dauert jetzt doch so ungefähr maximal eine ganze Stunde, bis Kapitel 6 vorüber ist. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier Uriziel. Wir brauchen wirklich nur 30 Stärke. Und hat einen Wert von 10.000 Erz, also 5.000 Erz. Ist stärker als das Schwert von Gomez, Enos Zorn. 120 Magieschaden und 30 Feuerschaden. Und das Schwert allein macht auch nochmal so um die 90 bis 100 Schaden. Dann mal auf zu Xaras. Mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Hallo. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Yep, das ist nämlich das Problem. Und das werde ich garantiert nicht machen, weil wir sind nicht im sechsten Kreis und dazu brauchen wir die ganzen Lernpunkte. Und zwar, wenn wir das machen, kriegen wir die Rune Uriziel oder Uriziels Welle des Todes.
Und die Welle des Todes muss man sich wie die Eiswelle vorstellen. Da geht Protagonist, wippt das so links und rechts so hin und her und erzeugt dann eine Todeswelle, die sofort alles und jeden tötet. Und mit dem Ding ist echt nicht zu spaßen, also. Magie brauche ich. Wir gehen jetzt erstmal zum Flager. So. Dann lege ich mal die Rune ab. Und dann schaue ich, dass ich zurückgehe zur Orkstadt mit dem Ulumulu natürlich. Und dann muss ich zusehen, dass ich dann die Götzenstatue bekomme. Und nach der Götzenstatue wieder in den Tempel rein und dann mich durch die ganzen Horden durchkämpfe. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich habe gedacht, erst wenn ich im Schläfertempel bin, nach dem fünften untoten Orkschaman, dann erst kommt Kapitel 6. Es tut mir leid. Oh, testen wir gleich mal Orizia an dem Scavenger. Aber der wird sowas von drauf gehen. Weil der brennt nämlich. Also jetzt sind wir wirklich wahrhaftig gerüstet. Die stärkste Rüstung und die stärkste Waffe im Spiel. Boah, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nun das Ende von Gothic so langsam. Ich meine, wir können uns jetzt mal klar weiter aufleveln. Aber ganz ehrlich, das bringt uns gar nichts mehr. Alter Schwede. Bis auf Taschendiebstahl und Kreismagie haben wir soweit alles Mögliche gelernt. Einhand und Zweihand gemeistert, Bogen und Armbrust wenigstens ausgebildet. Ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt Ulumulu anlegen soll. Oder ob ich ein bisschen mit Uriziel trainiere. Weil Uriziel behält soweit seine Kraft. Es sei denn, wir lassen halt wie gesagt Uriziels Welle des Todes erstellen. Aber dazu müssen wir halt wie schon erwähnt im sechsten Kreis der Magie sein. Und das wird dann was. Klappe. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach, Diego ist immer noch da. Halleluja. Magie zu Ehren. Mach's gut. Ach, schade. Okay, also gibt's doch keine. Na? Hallo? Jetzt. Gut. Es gibt nämlich so ein interessantes Fanmate. Und zwar Gothic, der Film. Der geht nur 2 Stunden, sag ich jetzt einfach mal. Und da wird Kapitel 1. So, auf die Stelle überflogen und da wird nur die Hauptquest durchgespielt, kann man sagen. Aber auf eine richtig epische Art und Weise wird das Spiel durchgegangen. Und es ist dann wirklich wie in einem Kinofilm. Und am Schluss, bevor man ein zweites Mal in die Orkstadt zum Schläfertempel eintritt, trifft man nochmal auf Diego, Lester, Milton und Gorn, die zusammen durch die Orkstadt mit dem Protagonisten gehen. Und dort den ganzen Orks die Hölle heiß macht. Mal gucken. Alter. Naja. Alter, wie viel ich aushalte.
ne? Geht doch. So, Tränke. Alter Schwede, Uriziel. Das Schwert ist so bitter. Wenn man Glück hat, brennen die Gegner. Sind schon eine Stufe aufgestiegen. Halleluja. Ich glaube, ich lege mal wieder das Ulumulu an. Ist vielleicht doch sicherer. Dann noch einmal mit Urshak reden. Eventuell uns von ihm verabschieden. Hä? Oh ne, Kriegsarmbrust ist die stärkste Armbrust. Wo ist mein Ulumulu? Da. Okay. Er hat uns leider nichts mehr zu sagen. Dann speichern. Speichern. Und der LP Orkstadt noch. Halleluja. Hoffentlich greifen uns die Orks nicht an. Aber wir haben ja das Ulumulu. Wow, wie Sausa gerade. Das ist der Kracher, wie die sich alle freuen. Oder respektieren, besser gesagt, gibt's hier keine Wände? Nee. So. Schade. Ansonsten hätte ich da dicht gemacht. Dann hätte ich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur mit den paar Orks zu tun gehabt. Ui. Ja, da oben ist die Schläfergötzenstatue. Huch, Mann. So. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das anpacke. Alter, 502. Erstmal speichern. Dann muss ich gucken, wo da der Hebel ist. Oder der Schalter. Aber der ist da. Aber kein Haarbreit. Ich brauche jetzt Schriftrolle. Telekinese. Nicht Angst. Schlaf auch nicht. Sturm fast auch nicht. Telekinese. Alter. Oh oh. Wow.
Tja, das passiert. Wow. Alter. Wow. Ich würde mal sagen, das war doch ein bisschen viel Schaden. Und Gothic ist mal wieder abgeschmiert. Ja, heilige Scheiße. Genial. Okay, Leute, kurze Aufnahmepause. Bis gleich.